ist klar, wie uns die Lebensmittelkonzerne verarschen und die Discounter. Ich lasse mich nicht verarschen, da gehe ich doch mal ein Haus weiter zu Götz Werner. Guck mal. Da haben wir es. Über 2 Euro weniger für die Bio-Variante. Wenn man als Verbraucher heute nicht mehr aufpasst, erwischt einen die Gierflation eiskalt. Unsere Regierung, diese Pappnasen in Berlin, allen voran hier, wie heißt dieses Porsche-Pedi, der blöde Hund, er sieht das natürlich nicht. Er sieht auch keine Übergewinne der Mineralkonzerne, der Energiekonzerne. Naja, er sieht lieber zu, wie sich seine Lobby auf Kosten der Normalverdiener und Bürger bereichert. Kann ich schon wieder aufregen. Aber das mit meinem Olivenöl, das war schon mal ganz famos, nicht? 2 Euro gespart für die bessere Variante, statt für die Discounter-Plempe, die da mit Mineralöl verseucht und verpestet ist. In diesem Sinne.